5, 4, 3, 2. Kennt ihr das auch? Ihr fresst zu viel und kriegt einen fetten Bauch. Das ist so verdammt mies. Fast jeden Tag spiele ich kein FIFA mehr. Das ist so toll, aber nicht jedem recht. Ich spiel wirklich nie, aber für United mach es gern. Nun los, hol dein ganzes Team. Rashford fickt auch dich, ich weiß, du hast fucking Angst. Nun los, hol dein ganzes Meta-Team. Es bringt dir doch nix. Er ist der Chef der Metas, backt sich einfach auch bei dir durch. Backt sich einfach durch. Packt sich einfach durch. FIFA 21 ist so geil. Yo, servus Leute, was geht ab? Mein Name ist, ihr wisst, wie ich heiße, Benji. Und das ist United Folge Nummer 6. Heute geht's nochmal Auswechselspieler, denn das Team, das steht. Ja, Freunde, schön, dass ihr wieder am Start seid. Ihr seht, das hier ist unser neues vollständiges Team. Das habt ihr und ich zusammengewählt, Freunde. Und ihr habt euch für Clarence entschieden, Freunde. Clarence Falken Seedorf ist im Preis wieder um 50k gestiegen. Nee, um 60, 70k sogar. Aber die Preise zählen immer für dann, wenn man das aufnimmt. Und da war er auf 740, war das, glaube ich. Und dazu im Tor ist Areola heute mit am Start. Ich hoffe sehr, dass das Team performen wird. Und jetzt zeige ich euch nochmal, wie wir Ingame spielen werden. Malaga Souflak, wir spielen entweder 4-4-2. Rooney und Rashford im Sturm. Ribéry, Kulusevski auf den Außen. Den Rest seht ihr. Aber heute werde ich mal Folgendes ausprobieren. Und zwar eine 3-5-2. Weil ich damit momentan eigentlich ganz gut klarkomme. Und zwar mit Cuadrado und Kulusevski außen. Kimpembe, Campbell, Hernandez in Verteidigung, Seedorf und Jones auf der 6, Rooney auf der 10, Ribéry, Rashford im Sturm, Doppel 5 auf der Sturm, da würde ich mich halt, das fühle ich halt, Ich hoffe natürlich, dass euch die Folge gefällt, wenn nicht, kann ich euch, also ganz ehrlich, was soll ich noch tun, dass denen die Videos gefallen, dass sie endlich mal diesen, Dieter Pohl, du kleiner, was soll ich denn endlich machen? Ich like doch einmal klicken und ey, danach ist alles gut im Leben. Statproof Arena, Rashford, 5 Spiele, 4 Tore, wir gehen rein. Numero uno. So. Okay, ja. Ich war mir eigentlich sehr darüber im Klaren, dass ich die PS4-Version gestartet habe. Ich habe dieses PS4-Zeichen ganz dick in meiner Fresse gerade gesehen, bevor ich die Anwendung gestartet habe. Und trotzdem bin ich auf der PS5. Diese Episode wird Ihnen präsentiert von in mein... So am Schwitzen wollen, ich will trotzdem, ich kann die PS5-Version, bin ich wirklich gar kein Champ. Wunderschön, wunderschön, let's go, Frankie! Ah, ich hab so Muskelkater, Digga, aua. Leute, ich muss euch was erzählen. Ich habe eine neue Fitness-Challenge übrigens am Laufen. Ich weiß, ihr sagt immer Fettsack, bla 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 bla. Ich habe eine neue Challenge. Und zwar, es ist nichts gegen irgendjemand anderen. Ich habe sie mir selbst gesetzt, aber wenn ich es nicht schaffe, kriege ich eine Bestrafung. Oh mein Gott, deswegen ist Areola da drin.
Und zwar, Freunde, wenn ich bis zum 1.7. keinen Sixpack-Ansatz habe, muss ich... Wenn ich bis zum 1.7. keinen Sixpack-Ansatz habe, muss ich mit einem Borat-Kostüm am 1.7. bei der Eisdiele hier in Worms, die immer rappelvoll ist, Bossio, Asso und noch anderen Freunden ein Eis kaufen und Bossio darf das Ganze filmen. Wenn ihr davon alles mitkriegen wollt, von der Fitness-Challenge, dann folgt mir auf Instagram. Ich werde das nämlich schaffen. Ich glaube nicht. Ach so. Ich bin so gestört, Digga, im Kopf. Ich hab'n Knacks. Jetzt aber. Das gibt's doch nicht. Bei Roller. Schiedsrichter, da ist das Ding. Und das sind jetzt die ersten 100.000. Komm schon, Baby. Schick ihn ruhig runter, Malaga Soflaki. Komm schon. Season mit Rashford. Ich probier's, auch wenn ich meistens versage, ich probier's trotzdem weiter. Und mit was? Mit Recht, meine Schnacklis. Buyaka, Buyaka, 619. Fokus, Benji. Fucking Fokus. Clan. Brauch die Scheißbrille nicht zum Zocken. Genuinepot, vamos. Ich bin da. Ich bin sowas von da. Okay, erste Halbzeit vorbei. Wir spielen PS5. Dürfen wir nicht vergessen, mir liegt PS5 eigentlich gar nicht. Dafür haben wir immerhin 3 Tore gemacht. Und wir spielen mit Dreierkette. Dafür sind wir eigentlich ganz gut. Wenn wir die Dreierkette lernen sollten, dann wäre es... Was? Wenn wir die PS5-Version lernen sollten, dann wäre das ein mieser Vorteil gegenüber den anderen in den Gruppenspielen. Weil in den Gruppenspielen entscheidet immer der, der sein Heimspiel hat, auf welcher Konsole gespielt wird. Und wenn wir die anderen da ficken können, dann sind wir richtig voraus. Oh mein Gott. Das ist doch nicht zu glauben! Was hab ich... Wow. Hey, Baby! Wo ist denn jetzt? Ja. Ja. Klar, Digga. Ich meine, why not? Und jetzt schieße ich einfach in die Mitte. Oh, I don't know why. Stellt euch vor, wie ich gerade ein Motorboot fahre. Wenn ich jetzt noch diese scheiß Gegentore immer lassen könnte, dann würde ich ja gar nicht mal so wenig Coins machen. Curving on my critics like I heard you, so what? You can't kill my confidence, I think I'm the man. Was ein Umutball. Tell me all the fucks I ever gave on my head. Was? Ich geh raus.
Anders, komm aus dem Tisch raus. Komm raus da, Kleiner. Komm. Komm raus, du mieses Schwein. Einfach grandios. Er pfeift am Strafraum mitten im Angriff ab. Finde ich gut. Ich weiß gar nicht, wie viele Coins wir erspielt haben. Ich rechne mal kurz. Laut Adam Riese müssten das 450.000 sein. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob ich tatsächlich auf der PS5-Version bleiben soll. Ich meine, ich habe 7 Tore gemacht, deswegen. Wir probieren es einfach. We try. We try it. Rein in die Olga. Ich liebe Wasser mit Kohlensäure aus einer Glasflasche. Beste Leben, Malaka Souflaki. Vamos! Schlagbares Team, Meter Verteidigung, guter Angriff, also gefällt mir, aber sieht schlagbar aus wie, Bossio. Mein Arsch tut so weh! Ich schwitz rein, wieder mit der Dreierkette, let's get it, baby. Es könnte tatsächlich gar nicht mal so blöd sein, die PS5-Version ein bisschen drauf zu haben. Weiß halt nicht, inwiefern die anderen die jetzt können oder nicht. Hätte ich sweaten müssen, Baby. Oh ja, Baby. Ja, ey, die PS5-Version ist geil. Die ist mega geil, Digga. Ihr kennt das Prozedere. Finger unter den Stick klemmen, in den Winkel, L1, Kreis antippen, bam, das Ding ist drin. Seht ihr die Krone? Die nennt sich auch die Krone des Elfmeterkönigs. Digga, also ich bin gerade von mir selbst ein bisschen schockiert, wie schön das gefühlt gemacht ist. Das ist einfach das Nicht-Weekend-League-Schwitzen. Ich sag es euch, Freunde, man wird freier im Kopf. Das ist einfach schön. Ich nehme die Coins mit, damit die Bank einfach tut der Bohne wird. Es ist, tut mir leid, Gegner. Okay, Gott. 5-0 zur Halbzeit rausgehen ist okay. Ich habe wenigstens auch das Tor mit Rashford mitgenommen. Wir haben mal 450, glaube ich, ne? Das sind nämlich nur 2 Rashford-Tore, leider. Das sind aber nur 800.000. Warum habe ich immer so wenig Coins, obwohl ich die Gegner trotzdem rasiere? Hä? Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? So, Freunde, wir sind hier im Team. Ich würde sagen, das 3-5-2 hat eigentlich exzellent geklappt. Mal eine Frage von euch. Habt ihr dieses Jahr schon mal Formationen ausprobiert, die nicht jeder schwitzt? Wenn nein, dann macht es doch mal. Habt mal wieder ein bisschen Spaß im Spiel. Ist wirklich wichtig. Statproof, 7 Spiele, Freunde. Damit sind wir durch schon. War irgendwie, hat sich angefühlt wie ein Quickie. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Eine andere Frage. Was meint ihr, schaffe ich es, bis zum 1.7. ein Sixpack zu kriegen? Ihr guckt mich jetzt an, aber ich möchte, dass ihr jetzt unten einen Kommentar schreibt mit Ja oder Nein. Und wenn Nein, warum nicht? Und wenn Ja, warum? Seid ihr Believer? Sagt ganz ehrlich. Finde ich asozial, wenn nicht. Ich würde sagen, ich suche jetzt raus, wen wir auf die Bank stellen. Das ist nämlich scheißegal. Wir können irgendwelche OP-Spieler nehmen. Und rüber zu Spielerwahl, Malaka. Yo, 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 ihr süßen Ehrenmänner. Wir haben eine Auswahl, da kriegt ihr gleich einen Orgasmus. Ich will gar nicht, dass ihr eigentlich einen Offensiven wählt, Freunde. Sage ich euch, wie es ist. Ich will, dass ihr euch für einen der Defensiven entscheidet und dann entscheide ich mich für einen Offensiven.
You do you? Ich würde mich aber drüber freuen. Pick Nummer 1, Cristiano Ronaldo. Pick Nummer 2, Neymar Junior. Pick Nummer 3, Kessier Euroleague-Karte, 35 cm. Pick Nummer 4, Kanté. Pick Nummer 5, Mbabu, what if? Ihr seht die drei defensiven Freunde. Ich möchte, dass ihr euch von diesen drei einen aussucht. Und wenn ihr Kanté nimmt, nehme ich Ronaldo. Wenn ihr Kessié oder Mbabu nimmt, entscheide ich mich für Neymar. Aber ich glaube, der Defensive ist bei uns ein bisschen wichtiger. Und ich will, dass ihr das entscheidet, Freunde. Das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Lasst ein Abonnement da. Und dann wollte ich euch noch sagen, dass ihr einfach richtig miese, abgefuckte Huren... Lass es!